Das passiert heute bei Maribel in Love. Er hat bei mir geschlafen, nicht mit mir. Vielen Dank dafür. Sonst hätte ich dir auch einen in die Fresse geschlagen. Wirklich, also das geht gar nicht. So ein Abschiedsfick, wow, da wäre ich eskaliert. Hallöchen, ich bin Maribel, 25 und mit meinem Freund seit 5 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Nicht, denn mein Freund hat mich vor 8 Wochen verlassen. I'm so tired of the songs. Liebeskummer, Dating-Apps, neue Männer kennenlernen, Selbstliebe, das erste Mal Sex mit einem völlig Fremden. In diesem Podcast geht's um alles, was uns Single-Ladies beschäftigt. Ich probier's aus und du bist mit dabei. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo, herzlich willkommen in meinem kleinen, feinen Podcast. Wenn du dich mit dem Thema Herzschmerz, Trennungen, Dates auch auskennst, dann gib mir doch gerne mal ein Like, abonnier mich oder gib mir 5 Sterne. Überall da, wo du Podcasts hörst und bei Audio Now, Deutschlands Audioplattform. Und wie du dir denken kannst, fängt dieser Podcast ziemlich beschissen an. Und zwar mit meiner Trennung. Wir waren 5 Jahre zusammen, haben uns in der Uni kennengelernt und hatten halt die meiste Zeit eine Fernbeziehung. Also es ging einfach nicht anders, weil er hatte woanders ein Praktikum, ich bin für einen Job umgezogen. Na, du kennst das, ist halt ein bisschen schwierig heutzutage. Und er hat sich ziemlich beschissen von mir getrennt. Das erzähle ich gleich. Und übrigens, ein Bild von mir siehst du auf meinem Insta-Kanal Maribel in Love. Stell dir mich ungefähr so vor. Okay, weil das ist ein bisschen schwierig für mich, das irgendwie subjektiv zu beschreiben. Also ich glaube, man sieht mir an, dass ich Spanierin bin. Ich habe sehr lange dunkle Haare, sehr dunkle Augen und meine beste Freundin, die nennt mich immer Spanish Curvy Model, weil ich auch nur 1,60 groß bin und naja, ihr könnt euch wahrscheinlich unter Curvy was vorstellen. Ja, ich hadere wie viele andere auch echt oft mit meinem Körper und das war auch in unserer Beziehung oft ein Thema. Und wie sah Ex eigentlich aus? Ja, Ex. Also Ex war groß. Muss ich jetzt schon in der Vergangenheitsform sprechen? Ja, muss ich. Doch, ich muss hier in der Vergangenheitsform sprechen. Ex war groß. Ich bin sehr klein. Ich bin nur 1,60. Er sah gut aus. Ich sag mal so, schon Schwiegersohn-Material durchaus. Gepflegt, ja, 3 Tage Bart, dunkelblondes Haar. Großes kommt, glaube ich, auch immer gut bei den Muttis an. Es wirkt ja dann so ein bisschen beschützend und so, bla bla. Aber er war schon durchaus etwas dünner. Also nicht, dass er jetzt unsagbar dünn war. Er war einfach vom Typ sehr schlank. Und das war auch oft Thema zwischen uns. Und da werden wir auch in späteren Folgen definitiv noch drüber reden müssen. Und wir haben uns kennengelernt in der Uni. Und waren erst befreundet. Lustigerweise haben wir uns kennengelernt, weil wir einen gemeinsamen Freund hatten und er nicht glauben wollte, dass ich so heiße, wie ich heiße. Und da waren wir mal auf einer Party und dann meinte er, ich müsse ihm meinen Ausweis zeigen, damit er mir glauben kann, wie ich heiße. Und dann ja, waren wir eigentlich echt gut befreundet, auch schon während ich noch mal einen anderen Freund davor hatte. Und da hat er mir auch ein bisschen bei der Trennung so ein bisschen geholfen und dann, ja, sagen wir es mal ein bisschen girly-like, haben wir uns ineinander verliebt. Und ja, waren dann jetzt 5 Jahre fast zusammen. Fast, wenn er nicht erst Schluss gemacht hätte. Und das war ganz schön bitter. Das war ein ganz schöner Schlag in die Fresse. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das war das aller Schlimmste an der ganzen Geschichte. Es war so, dass er am Wochenende zu mir kommen sollte. Eigentlich schon donnerstags. Er hatte dann aber eine Reifenpanne, bla bla, lange Geschichte hin und her. Er kam erst freitags ganz spät, 23 Uhr. Ich hatte mich super gefreut, weil, wie gesagt, in meiner Welt war alles okay. Also natürlich nicht alles, wie eben alles okay ist in der Beziehung, aber mich wirklich gefreut und ich war so wie, naja, am Samstag können wir ja da und da hin und bla 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 und nächstes Wochenende feiert eine Freundin Geburtstag, da wollen wir ja bestimmt auch zusammen hin oder sollen wir irgendwo hin, wo du hin willst und bla 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 und ich war voll in Planungslaune und eine Freundin hat noch gefragt, die feiert dann ihren 30. Geburtstag und da bräuchten wir ein Hotel und bla und bli. Und er kam dann Freitagabends und er war schon sehr verhalten, komisch eben, aber ich habe es halt einfach nicht gecheckt. Also er kam und ich habe ihn dann auf meinen, mein Auto steht in der Tiefgarage eigentlich und ich hatte extra vorher mein Auto weggefahren und dann
habe ich ihm eigentlich geschrieben, wo die Tiefgarage ist, dass er direkt dahin fährt und ich lasse ihn dann rein und dann gehen wir von da zu meiner Wohnung, ist nicht weit weg. Er hat dann aber ist direkt straight zu meiner Wohnung gefahren und ich war ja so wie, hä, warum machst du denn das? Du kannst ja jetzt auch jetzt dahin fahren können. Und in dem Moment hat er wahrscheinlich eigentlich sagen wollen, wir müssen uns jetzt unterhalten, hat es aber nicht getan. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Und dann sind wir halt doch zur Tiefgarage gefahren, haben sein Auto da geparkt, voll das hin und her, bla bla, sind dann zu mir. Er hat bei mir geschlafen, nicht mit mir. Vielen Dank dafür. Sonst hätte ich dir auch einen in die Fresse geschlagen. Hey, wirklich, also das geht gar nicht. So ein Abschiedsfick, wow, da wäre ich, also da wäre ich eskaliert. Da, also, nee, da wäre nicht gut. Ich bin eskaliert, ja, aber da wäre ich noch mehr eskaliert. Da fühlt man sich ultra benutzt, oder? Also jeder, der das kennt, jetzt mal ernsthaft, so ein Abschiedsbums, der fühlt sich ja wie eine Nutte. Also das geht ja gar nicht. Gut, dann hat er eben, wie gesagt, bei mir geschlafen. Am nächsten Morgen, ich habe Frühstück gemacht, bin extra früher aufgestanden. Bagels, bliblablub, Rührei, alles hingestellt und einen kleinen Teller mit Gurken drauf. Auf diesen Teller komme ich gleich noch zu sprechen. Und dann saßen wir beim Frühstück und war alles ganz normal. Er hatte mir noch von seiner anstrengenden Woche erzählt und dies und das und bla. Also er war auch da ein bisschen verhaltener, aber er ist einfach generell kein Morgenmensch. Von daher war jetzt nicht so, dass mir das aufgefallen wäre, weil er einfach generell morgens jetzt nicht so ist wie ich so, hey, oh, yeah, sondern eben... Von daher, also ich mache immer Frühstück, zwar immer so. Naja, und dann saßen wir eben da am Frühstückstisch und ich war so wie, okay, was wollen wir denn heute machen? Wollen wir vielleicht zu Ikea fahren, weil ich muss noch dies und das besorgen? Oder wollen wir, könnten auch einfach einen Ausflug machen, bla bla, ein bisschen Natur genießen, schönes Wetter. Ich habe mir gerade noch so mein letztes Toast reingeschoben und auf einmal fing er an zu heulen. Und ich dachte so, wow, okay, was denn jetzt los? Wenn einer von uns beiden einfach anfangen sollte zu heulen, dann bin auch ich das. Ich bin hier die Frau. Wenn ich meine Tage habe, könnte ich einfach anfangen zu heulen. Nicht du? Und dann habe ich angeguckt und gesagt, wir müssen mal reden. Ich muss dir was erzählen. Und ich dachte halt, safe, es ist irgendwas. Irgendjemand ist krank. Irgendjemand ist gestorben. Er hat irgendwelche Scheiße gebaut. Keine Ahnung. Er hat eine Rechnung, die hoch ist. Muss ich Geld leihen oder irgendwas? Keine Ahnung. Aber ich hätte niemals gedacht, nie, wirklich niemals, dass dieser, Entschuldigung, Scheißkerl mit mir Schluss macht. Ich hätte es niemals gedacht. Weil es war... wirklich, also es hat noch nie jemand mit mir Schluss gemacht. Das muss man dazu sagen. Ich fühle mich eher sehr gekränkt in meiner Ehre. Aber es ist auch generell so. Weil wenn man 5 Jahre miteinander zusammen ist, ist es einfach eine totale Gewohnheit, dass man zusammen ist. Und vielleicht waren wir auch einfach aus langer Zeit nur aus Gewohnheit zusammen. Und dann sitzt er einfach da und hat nicht ein einziges Mal vorher eine Anstalt gemacht. Nicht nie. Nein, nicht. Er hat nichts gesagt. Er hat die ganze Woche nichts gesagt. Und das wird er ja nicht erst seit vorgestern wissen. Und sitzt einfach vor mir und sagt halt, wir müssen reden. Und ich war so wie, okay, was ist denn los? Und er voll am Heulen. Ich weiß nicht, aber das mit uns, das kann ich irgendwie nicht mehr. Nee, ich kann das nicht mehr. Ich meine, das ist irgendwie alles ein bisschen viel. Ich muss ständig zu meinen Eltern. Ich schreibe irgendwie gerade an meiner Masterarbeit und dann auch noch du. Ja. Alles klar. Willst du nicht auch was dazu sagen? Und ich dachte einfach nur so, was soll ich dir da jetzt so sagen? Du kommst hierher und schläfst bei mir, frühstückst mit mir und verlässt mich dann nach 5 Jahren. Okay, ich saß da. Dazu muss man jetzt an der Stelle erklären, ich bin Spanierin. Ich habe etwas Temperament in mir. Und wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und zwar wirklich sauer. Es dauert lange, bis ich sauer bin, aber dann Halleluja. Und in diesem Moment war Halleluja. Du machst gerade mit mir Schluss. Ist es denn ernst? Ja, und es war sein Ernst. Es war halt wirklich sein Ernst. Ja, der erste Satz, der aus mir rauskommt, es war wirklich einfach nur, du machst jetzt gerade Schluss mit mir, oder? Du machst gerade Schluss mit mir. Und dann kam halt bla bla bla, ja bla 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 bla. Halt, was man dann so vor sich hin brabbelt. Er total am Heulen, ich stinkend wütend. Es kochte in mir hoch. Ich saß da und dachte, wow.
Alles klar. Okay. Dann habe ich ihn angeguckt und nochmal nachgefragt. Sorry. Moment mal. Du fährst hierher. Du schläfst bei mir. Du frühstückst mit mir. Du sitzt an meinem Tisch. Du isst mein Essen. Um dann nach 5 Jahren jetzt ernsthaft mit mir Schluss zu machen. Ohne mir vorher ein einziges Wort dazu zu sagen. Und dann kam halt so ein Vortrag von wegen... Naja, was soll ich denn vorher sagen? Wenn ich dir das vorher sage, dann weißt du ja schon, worum es geht. Ja, genau. Das ist der Sinn daran, dass man dazu was vorher sagt. Hast du es jetzt verstanden? Ich hoffe, du weißt es jetzt. Wirklich, das ging einfach gar nicht. Das ging einfach gar nicht. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu dem kleinen Teller mit den Gurken drauf. Denn ich war unheimlich wütend. Und dachte, okay, du musst jetzt aufstehen, du musst irgendwas tun, weil du jetzt sonst von diesem Stuhl platzt. Also stand ich auf und hab so die paar Sachen zusammengeschoben und hab diesen Teller mit den kleinen Gürkchen drauf gesehen und hab dann den Teller genommen und hab so die Gurken runtergemacht auf meinen großen Teller und dann hat diesen Teller in der Hand. Und dachte mir in dem Moment, entweder schlage ich ihm jetzt in die Fresse rein oder ich werfe diesen Teller an seinem Gesicht vorbei an die Wand. Ich entschied mich zum Glück für Zweites. Das Ding flog dir also an seinem Kopf vorbei. Bam! Völlig zerbrochen. Und er guckte mich mit ganz großen Augen an und war so wie, bist du jetzt sauer? Und ich, völlig eskaliert, natürlich bin ich sauer. Naja, wie es halt ist, ihr Mädels da draußen, ihr kennt das. Das war dann auf jeden Fall eine natürlich sehr unangenehme Situation so. Er war ja auch in meiner Wohnung. Es ist echt, echt krass, was so emotional dann da geht. Einfach nur wütend, auch natürlich traurig und so dieses sofort, dieses Gefühl von weggeworfen. Es war sofort da. Alles klar, der wirft dich gerade weg. Safe, der wirft dich halt weg. Der kommt hierher, ist kein Problem für ihn. Er wirft dich weg. Ich habe dann einfach nur ihn gebeten, die Wohnung zu verlassen. Und er war so, wie willst du das wirklich? Und ich so, wie ja, ich will das wirklich. Das will ich ganz, ganz dringend. Da muss man sich so vorstellen, er hat ja auf meinem Parkplatz gestanden. Das heißt, ich musste ihn zu seinem Auto bringen. In die Tiefgarage. Also sind wir hier über den Marktplatz gelaufen an einem Samstagmittag, wo, naja, ein bisschen was los war. Ich völlig verheult aus Wut, er völlig verheult. Da lang gelaufen und ich dachte mir einfach nur so, du behinderter Wichser, jetzt muss ich dich noch zu deinem scheiß Auto bringen. Es ist wirklich, ich kam mir so unsagbar schlecht und benutzt und einfach nur vor. Und dann habe ich ihn zu seinem Auto in die Tiefgarage gebracht. Er wollte mich dann noch umarmen. Ich habe es zugelassen, habe mir einfach nur da gestanden und nichts gemacht. Ja, dann hat er mich halt angeguckt und man merkte ihm eben an, dass er eigentlich noch was irgendwie dazu sagen wollen würde. Meine letzten Worte waren dann, gute Fahrt, bis dann. Und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Nicht, dass er es nicht versucht hätte, sondern weil ich es nicht möchte. Ich bin mich direkt in meine Wohnung gegangen und habe alles weggeschmissen. Und zwar alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Alles, 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 alles. Jedes Foto, jede Erinnerung, Konzerttickets, irgendwelche Sachen, die er mir geschenkt hat, die jetzt nicht super wichtig sind. Also er hat mir zum Beispiel eine Alexa geschenkt, die würde ich jetzt nicht wegschmeißen, aber alles andere halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Erinnerungen von irgendwelchen Scheiß, wo ich weiß, das war mit ihm. Bin direkt mit einer Mülltüte durch die Wohnung und habe alles einfach nur reingeklacht. Ein Kuscheltier von ihm weg, einfach nur weg. Quasi erstmal so eine Bereinigung gemacht. Meine beste Freundin angerufen. Die natürlich überhaupt nicht drauf klarkam. Und meine Schwester telefoniert, die überhaupt nicht drauf klarkam. Ja, weil halt keiner irgendwie damit gerechnet hat, dass A, er Schluss macht und B, überhaupt Schluss gemacht wird, weil... Sie sind ja schon 5 Jahre zusammen. Und sie werden für immer zusammen bleiben. Ich hab den Klassiker gemacht, bin in den Supermarkt gegangen, hab mir Tonnen an Fressen gekauft. Hab mir einen fetten Auflauf gemacht und Süßigkeiten. Mir auf die Couch gesetzt und bla und bli. Und wirklich war völlig fertig und hab mir erstmal ausgeheult. Es war auch wichtig. Und als ich Samstagabend dann ins Bett gehen wollte, Schreckensmoment, ich griff zu meiner Zahnbürste. Und wessen Zahnbürste war noch in dem Glas? Ja. Kurz mal eingeknickt. Das Ding versucht zu entzweien. Na, ich hab's nicht hingekriegt, okay. Eine Schere genommen, ich wollte es durchschneiden. Och, das hat nicht funktioniert. Okay, gut, ich hab's halt einfach weggeworfen dann. Aber der Wille zählt. Und ja, dann
habe ich den Sonntag nur auf der Couch verbracht und versucht, irgendwie klarzukommen, viel mit Freundinnen telefoniert. Das komischste Gefühl eigentlich war, ins Bett zu gehen und niemandem schreiben zu müssen, gute Nacht. Weil das ist so eine Routine, die hat man einfach ja natürlich als Pärchen, dass man guten Morgen, gute Nacht und so schreibt und blablabla und sich halt meldet. Und das habe ich 5 Jahre lang am Stück gemacht und auf einmal liegst du da und nimmst das Handy in die Hand und denkst so wie, ah nee, okay, und guckst halt so dahin und hast das Handy in der Hand und guckst es an und legst es wieder weg und denkst so, okay, du schreibst jetzt niemandem. Kein Schwein auf der Welt interessiert sich gerade dafür, dass du ins Bett gehst. Wow. Niemand möchte wissen, dass du schlafen gehst. Oh, es ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl gewesen. Wirklich. Es ist so banal. Aber es ist so ein großes Zeichen für irgendwie, dass man mit jemandem ja eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise hat. Und hier natürlich eben eine feste Beziehung. Und das war echt komisch. Und auch dann am Sonntagmorgen. Ich bin aufgewacht und dachte erstmal so wie, ist das wirklich gestern passiert? Ja, ist es. Und auch da musste ich nicht das Handy in die Hand nehmen und jemandem schreiben als erstes, sondern das war halt, ja, da war dann Leere. Ich habe mir tatsächlich nicht gewünscht, dass er sich meldet, weil ich nach wie vor einfach nur scheißensauer bin, stinkend wütend, weil ich finde, dass das nicht klar geht, wie er das gemacht hat. Tatsächlich, also ich habe es ihm ja da schon beim Schlussmachen gesagt, was ganz gut ist, weil für mich ist das Ding durch. Fertig aus Feierabend. Das war's. Ich weiß nicht, warum wir jemals wieder Kontakt haben sollten. Vielleicht im Zuge dieses Podcasts. Ja, ich bin einfach Typ ausknipsen, tatsächlich. Ich bin Typ, ich kann das nicht. Wenn ich jetzt, ich habe alle Fotos auch gelöscht auf dem Handy. Ich bin dreimal mein Handy durchgegangen, habe alle Fotos gelöscht, weil ich das nicht, ich ertrage das nicht. Ich kann das da nicht sehen. Ich brauche, um meinen Kopf zu bereinigen, einen kompletten Cut. Muss komplett durchschneiden und sagen, nope, ab jetzt vorbei. Tschüssikowski. Braucht es. Ich kann das sonst nicht. Ich bin immer krass fasziniert davon, wenn Leute mit ihren Ex-Partnern noch gut befreundet sind und bliblablub und die sich gut verstehen. Und ich verstehe auch, warum man das ist, denn man war ja auch in einer Beziehung befreundet. Zu ganz vielen Prozent. Ein ganz großer Teil in der Beziehung ist man einfach befreundet. Und er hatte auch beim Schlussmachen in Anführungszeichen darum gebettelt, dass wir befreundet bleiben. Können wir nicht Freunde bleiben? Ich meine, wir sind ja eh quasi nur noch befreundet mit ein bisschen Sex dazu. Können wir doch einfach so machen, weitermachen, oder? Aber ich kann das nicht. Ich möchte mich dann emotional nicht mehr auf so einen Menschen einlassen. Ich glaube, ich fahre damit ganz gut. Ich weiß, dass ihn das verletzt. Ich weiß auch, dass er mit Sicherheit darauf gehofft hat, dass ich antworte, aber ich werde es nicht tun. Wenn man 5 Jahre mit jemandem zusammen ist, hat man natürlich ganz, ganz viele Erinnerungen und ganz viele Sachen, die man miteinander geteilt hat. Das sind so banale Sachen wie, man hat eine Playlist auf Spotify zusammen oder einen gemeinsamen Kalender im Handy oder man hat halt eine Serie zusammen geguckt und da ich ja nicht wusste, dass wir uns demnächst trennen, ist ja auch so, dass ich halt die Serie mit ihm geguckt habe. Und das war zum Beispiel in dem Fall gerade Spuk in Hill House. Das haben wir gerade zusammen geguckt. Ich konnte es auch bisher noch nicht weiter gucken. Also es ist irgendwie komisch. Und ich möchte auch dann, also ich möchte ja nicht so viel daran denken, weil es mir einfach nur schaden würde. Ist jetzt nicht so, dass ich das zu 8000% einfach nur verdrängen will. Es ist einfach nur, dass ich nicht, ich finde nicht, dass dadurch, dass das so asozial sich verhalten hat, finde ich nicht, dass er verdient, dass ich da so viele Tränen nachweine. Und ich möchte es auch nicht. Ich möchte mich einfach nicht schlecht fühlen. Das ist tatsächlich echt einfach nur scheiße. Egal, wenn man es erzählt, doch, dieser Mitleidsblick. Oh, bleh, alle gucken einen erstmal so an wie, oh Gott, die Arme, sie wurde verlassen. Ja, ich bin die Arme, ich wurde verlassen, aber guck mich nicht so an. Ja, naja, aber oh, ich weiß nicht. Es ist halt, man macht sich 1800 Vorwürfe und man denkt sich, man ist nichts wert. Man denkt sich, das liegt alles an dir. Aber irgendwann muss man das irgendwie mal logisch hinterfragen. Und ich glaube, und ich habe jetzt genug Abstand davon bekommen, dass es einfach daran liegt, dass er nicht bereit war, dafür den Schritt mit mir zu gehen und eben sich dazu entschieden hat, ein einzelnes Leben zu führen. Und wenn er noch nicht bereit dafür ist, was richtig, richtig Ernstes zu machen, dann ist es okay. Und dann soll es halt einfach nicht sein. Also ich habe tatsächlich echt Angst, jetzt einsam und allein zu sein, weshalb ich mir
die nächsten Wochenenden komplett vollgepackt habe mit Besuch, Freundinnen, Familie, dies, das, da fahren wir dort dahin. Ach naja, die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und dieses Gefühl, sonntags, vor allen Dingen sonntags, allein im Bett aufzuwachen. Oh Gott, das killt. Das ist echt schlimm. Das ist auch einfach ein extrem großes Gefühl von weggeworfen worden sein. Das ist ganz, ganz doll da. Weshalb ich finde, dass es auch nur eine Frau auf diesem Planeten gerade geben kann, die mir jetzt an dieser Stelle helfen kann. Curvy Supermodel, ja, Angelina Kirsch. Eine Frau, die Selbstliebe zelebriert, die zeigt, dass auf Instagram nicht alles einfach nur Filter und Kleidergröße 34 ist, sondern die eben zeigt, was echt ist und wie trete ich selbstbewusst auf? Wie lerne ich mich selber lieben? Wie gehe ich mit Liebeskummer um? Was mache ich als erstes nach so einer Trennung? Wie schaffe ich das da draußen? Und wie zum Teufel schaffe ich es zu sagen, ich bin sexy? Wie kriege ich das hin? Das alles hört ihr nächste Woche. I'm so tired of songs, tired of songs, tired of songs, tired of Maribel in Love. Jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890rtl.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.